on it. Yeah. Karriere schon viele große Spieler trainiert. Wo würde da in einem Ranking Harry Kane stehen? Und trauen Sie ihm zu, den 41-Tore-Saisonrekord von Robert Lewandowski in dieser Saison zu knacken? Ich traue Harry alles zu. Er tut, was er immer tut in seiner ganzen Karriere. Er trifft, er ist Vorbild, er ist eine große Persönlichkeit, Top-Spieler. Ich habe kein persönliches Ranking, aber es ist natürlich ein Geschenk, ihn zu trainieren zu dürfen. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, ihn hierher zu holen. Er beweist das eigentlich Woche für Woche, dass es die richtige Entscheidung war. Und heute ist natürlich das umso mehr für alle ersichtlich. Dankeschön. Dann schauen wir in die Runde. Die nächste Frage bitte. Kein Handzeichen? Kann das sein? No. Ganz kurz, du vielleicht. Ehrlich? 8 Tore? Eine Frage? Cool. Dann machen wir die zweite. Okay, dann passt es. Besser geht's nicht. Herr Tuchel, können Sie sagen, wie es bei Alphonso Davies aussieht und ob Leroy Sané, hat er wieder einen Rückschlag erlitten oder haben Sie ihn einfach nur so rausgenommen? Nö, kein Rückschlag bei Leroy, aber wir wollten auch keinen mehr riskieren. Und Alphonso sieht es nicht so gut aus. Der ist beim Zahnarzt, weil er einen heftigen Schlag auf die Zähne bekommen hat und die ein bisschen, glaube ich, schief standen, ein paar Zähne. Deshalb ist er beim Zahnarzt und wir hoffen, dass nicht so schlimm ist. Okay, dann links oben Elisabeth Schlammerl, bitte. Herr Tuchel, Sie haben vor dem Spiel gesagt, dass das Wichtigste ist, dass man stabil wird. War das jetzt für Sie stabil genug? Es gab ein paar Phasen, die waren vielleicht nicht ganz so dominant, aber wie würden Sie das jetzt? Ich fand, dass Mainz sehr, sehr gut gespielt hat in der ersten Halbzeit. Sehr guter Gegner war, sehr offensiv, sehr mutig, mit viel Qualität gespielt hat. Das war umso wichtiger. Wir haben mit Viererkette gegen eine Fünferkette verteidigt. Dann musst du sehr mobil sein. Dann müssen die vorderen vier im 4-2-3-1 fleißig sein, um auf eine Seite zu drücken. Die beiden Sechser, die beiden Innenverteidiger mussten sehr aufmerksam sein gegen die flexible Dreierspitze von Mainz. Und das haben wir alles gemacht. In den Phasen, in denen Mainz dann auch mal mit Qualität Ballbesitz hatte, haben wir nicht in den Kopf verloren, wir haben nicht die Ordnung verloren, wir haben uns gegenseitig unterstützt und wir haben auf die Struktur vertraut und wir haben auf unsere Zweikämpfe vertraut. Das ist ein sehr gutes Zeichen und das ist das Mittel der Wahl, wenn solche Dinge passieren. Gleichzeitig hatten wir gute Phasen mit Ball. Wir hatten gute Umschaltmomente. Wir hatten die Umschaltmomente offensiv sowohl aus dem tiefen Spielaufbau als auch aus den Balleroberungen. Und das haben wir das ganze Spiel durch beibehalten. Dann haben wir viele Torchancen bekommen und die dann auch genutzt. Deshalb sind wir natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Aber es war lange Zeit ein sehr enges Spiel, auch wegen der Qualität von Mainz, vor allem in der ersten Hälfte. Prima. Vielen Dank. Danke, Thomas. Schönes Wochenende. Gut. Bisschen spät jetzt. Beim nächsten Mal.